Le Point, die Zwei-Punkt-Methode, Level 1 und 2. Und ja, ich bin immer wieder erstaunt, welche Entwicklung das Ganze nimmt, welche Entwicklung das für mich persönlich hat, aber auch, was mir in den Seminaren begegnet. Wir hatten jetzt gerade wieder ein Viertagesseminar und es ist einfach erzählenswert, was in diesen 4 Tagen sich entwickelt, wie das auf die Seminarteilnehmer wirkt und was daraus entsteht. Und ich habe jetzt heute einfach den Wunsch, ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Weil für viele ist die Zwei-Punkt-Methode, Quantenphysik, Quantenheilung, Matrix-Transformation, alles neue Wörter, die sie noch nie gehört haben. Und ja, das ist so, als wenn man in ein fremdes Land fährt und sagt, wow, hier ist alles anders, ich verstehe kein Wort. Die Bäume sehen anders aus, die Tiere sehen anders aus und die ersten Tage ist man völlig erstaunt. Und dann ist man eine Woche da, 2 Wochen da und dann denkt man, ja, das kann auch mein Zuhause sein. Das ist, ich gewöhne mich dran oder es spricht zu mir und ich finde mich besser zurecht. Und genauso ist das in diesem neuen Quantenfeld oder in diesen neuen Möglichkeiten, denen wir uns bewusst werden. Bis jetzt haben wir uns sehr auf die Materie gerichtet. Wir haben immer gedacht, gut, Blume, und du bist Blume und Haus, du bist Haus und ich bin ich und du bist du. Wir kennen nichts anderes oder fast nichts anderes als diese getrennte Wahrnehmung. Wenn wir liebe Menschen sehen, dann umarmen wir uns und dann merken wir, dass auf Herzebene da noch was ganz anderes abläuft. Und auch Menschen, die gerne in ihrem Garten arbeiten, merken, dass sie kommunizieren, dass ein Dialog stattfindet zwischen dem Außen und dem Innen. Und ja, wenn wir in die Quantenphysik tiefer eintauchen, dann merken wir, das sind alles wir. Alles, was wir in Anführungsstrichen äußerlich wahrnehmen, das bin ich. Und ich kann es nur wahrnehmen, ich kann es nur denken, weil es meinem Bewusstsein entspricht. Und auf diesen Seminaren machen wir die Erfahrung, dass wir, wenn wir in das Herzfeld, in unser eigenes Herzfeld abtauchen, wenn wir uns auf dieser Ebene miteinander verbinden, dann entstehen neue Räume. Wir können fast sagen, ein neues Universum. Denn auf dieser Ebene sind wir alle miteinander verbunden. Und wenn wir Anwendung machen der Zwei-Punkt-Methode, dann gehen wir in Resonanz mit dem, was da gerade passiert. Und es kommt nicht selten vor, dass wenn der Mensch, der ein Thema ins Feld gestellt hat und dieses Thema wird jetzt vom Feld selbst erkannt oder erleuchtet, sodass es sich verändern kann, erweitern kann in unserer Sicht der Dinge, dann gehen die anderen Teilnehmer damit in Resonanz. Und wenn ich selbst vielleicht gerade nicht in der Lage bin, Traurigkeit zu zeigen oder sogar zu weinen, dann fängt jemand anderes an zu weinen. Und wir sehen sehr wohl, dass wir alle Teil eines großen Körpers sind. Und dass dieser Gedanke, dass wir alle getrennt voneinander sind, auch nur ein Glaubenssatz ist, auch nur aus Erinnerungen entspringt, weil wir es nicht anders gelernt haben. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, andere Erfahrungen zu machen. Wir können jetzt sehen, dass das, was mir begegnet, dass ich das selber bin. Und wenn ich das heilen möchte, wenn mir etwas im Äußeren nicht gefällt, dann bin ich die erste Adresse, wo das geheilt werden kann. Viele von euch kennen sicherlich Ho'oponopono oder praktizieren das auch. Ho'oponopono ist wirklich das, ja, ich glaube, das Höchste, was wir begreifen können. Wenn wir begreifen, dass die Welt holographisch ist und alles in meinem eigenen System vorhanden ist. Und man kann auch gar nicht mal sagen in Kleinformat, weil klein und groß sind auch nur 3D-Begriffe. Wenn wir uns über diese Dreidimensionalität hinaus bewegen, dann ist jeder Punkt im Universum das Ganze. Und unser Bewusstsein ist auch mit diesem Ganzen verbunden, nur dass wir das Ganze noch nicht sehen können. Wir haben in uns ein Geistfunkenatom, ein Samen, ein Samen Jesu Christi, eine Lotusblüte, ein Punkt in uns. Was heißt ein Punkt in uns? Wir bestehen ja eigentlich nur aus diesen Punkten, die göttlich sind. Und im Grunde genommen gibt es ja auch gar nichts anderes als Gott und als Göttlichkeit. Nur, dass wir mit unserem Bewusstsein noch nicht ganz da angekommen sind. Ich lese gerade ein Buch.
was immer wieder meinen Horizont erweitert und ja, wirklich unser eingeschränktes Bewusstsein auf die Probe stellt und sagt, pass mal auf, du bist alles und in dir ist das Bewusstsein. Es gibt nur ein Bewusstsein und wir sind alle Teil dieses Bewusstseins. Und wir selbst müssen uns bewusst werden, dass wir diese Kapazität haben. Es ist an uns jetzt in der heutigen Zeit, also so etwas wie eine Selbsteinweihung, eine Selbsterkenntnis zu haben. Es ist eigentlich alles schon, es liegt schon in der Luft. Mit der Zwei-Punkte-Methode bedienen wir uns ja tagtäglich aus diesem Vollen, aus dem Ganzen. Wenn wir zwei Punkte haben, dann tragen wir unsere eigene Problematik ins Feld und sagen, das Feld kennt keine Probleme, die Antwort ist schon immer da gewesen. Und mit dem zweiten Punkt führen wir einfach nur die Fragestellung und die Antwort zusammen. Diese Erfahrung, die wir jeden Tag jetzt machen dürfen mit dieser Methode, die eigentlich ja, ein Bewusstseins-Quantensprung ist, lösen sich die Dinge sehr, sehr schnell und wir kommen immer wieder auf einer anderen Ebene an, wo wir sagen, okay, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Wir sind immer wieder beschränkt in unseren Vorstellungen, in dem, was sein kann, sein darf, in unseren Glaubenssätzen. Und ja, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und das Erste, was daraus entsteht, ist Freude. Freude und Dankbarkeit im Herzen. Und gleichzeitig das sichere Gefühl, dass wir mit allem verbunden sind und wenn wir gemeinsam in 4 Tagen in diesem Feld arbeiten, dann kann man das nicht mehr anders bezeichnen wie wirklich eine große Familie und das bleibt bestehen. Es waren dieses Mal wieder Teilnehmer, die dann aus der anderen Ecke des Landes gekommen sind, um jetzt ein zweites Seminar zu machen. Und die Begrüßung ist so herzlich, als wenn man wirklich seine eigene Schwester, die man vielleicht über Jahre nicht gesehen hat, wieder in die Arme nimmt. Und nur weil man schon mal 2 oder 4 Tage zusammen in diesem Feld gearbeitet hat, was da an persönlichen Grenzen gesprengt wird, was da an gleichen Resonanzen stattfindet, aber auch schöpfen aus dem gleichen Feld. In diesem Herzfeld empfinden wir die gleiche Wahrheit, die gleiche Aufrichtigkeit, das gleiche Potenzial und die Angst nimmt ab. Die Angst nimmt ab und die Liebe wächst. Ja, es ist eine sehr schöne Arbeit und ich wollte euch dieses Buch vorstellen. Ich denke, dass wir im Westen unseren eigenen Weg haben. Wir sind meist christlich aufgewachsen und für mich ist das Licht die Liebe, die alles zusammenführt und die uns auch diese Erkenntnis bringt, dass in uns das Kind Gottes schläft und erweckt werden will. Für mich ist das der christliche Weg und ich denke, wir tun gut dran, auf dieser Spur weiterzumachen, wenn sicherlich einige von euch den östlichen Religion mehr entgegenbringen können im Moment, dann resultiert das ohne Zweifel auch daher, dass das Christentum eben sehr verunstaltet wurde in unserem Land, in allen Ländern drumherum und die Worte mit vielen Sachen belegt sind, die einfach nicht wahrhaftig und richtig sind. Dieses Licht in meinem Buch, sage ich, Christus ist das kohärente Lichtphoton. Das ist mal eine ganz andere Definition für Christus. Weil das kohärente Licht, was wir aus dem Herzen emanieren, heißt das, glaube ich, ausstrahlen, ist kohärent. Ein kohärentes Licht, da können die Informationen ohne Widerstand fließen. Und in einem kohärenten Licht sind die Informationen überall gleichzeitig. Und für mich ist Christus das, was alles verbindet. Und wenn wir an diesem Licht, in dieser Quelle, in dieser Liebe angeschlossen sind, dann gibt es nur noch Synchronizitäten in unserem Leben, weil alles zu dem Zeitpunkt da ist, wo es gebraucht wird. Es wird uns einfach vor die Füße gelegt. Und wenn du eine Frage hast und du stellst dir die Frage, kling, macht's und schon hast du die Antwort. Ja, also das Buch Leben und Lehren der Meister im Fernen Osten von Bayard T. Spalding. Es gibt davon mehrere Bände. Es wurde schon im Jahr 1895 geschrieben von dem Herrn Spalding.
Und es ist eine Gruppe von Europäern, die sich auf den Weg in den Fernen Osten gemacht hat, um die Lehren der Meister aus dem Himalaya kennenzulernen. Und sie haben also 3 Jahre damit verbracht und wurden wirklich von entsprechenden Menschen durch das Himalaya-Gebirge geführt, haben dort gelebt mit den Menschen, mit Menschen, die nicht 100 Jahre alt waren, sondern vielleicht 500 Jahre, die sich, die ein ganz anderes Bewusstsein zu der Zeit auch hatten. Diese Eingeweihten gab es immer. Und auch diese Menschen, die verstanden haben, dass wir göttliche Geschöpfe sind. Dass nur unser beschränkter Blick, unser Ego, das, unsere ganzen Glaubenssätze uns davon abhalten, das Ganze zu sehen. Im Grunde genommen, wenn man in die Wurzeln von den Religionen geht, wir kommen immer wieder zu dem gleichen Punkt, dass wir in uns einen Rückweg zum Göttlichen gehen können. Für mich ist die ganze Bibel auch nichts anderes als dieser Weg hin zu Bethlehem, zum Christkind in mir, welches bei mir im Herzen wohnt. Und die Grotte ist unser Herz, oder der Stall ist unser Herz. Mich hat das heute erinnert, dieses Buch, auch an die Geschichten, die Anastasia schreibt, also aus dem Russischen. Gerade heute Morgen hatte ich das große, große Bedürfnis, doch wieder einfach nur mal Ruhe zu haben und in die Natur zu gehen. Ich bin ziemlich viel unterwegs und in den Städten und in den Flugzeugen und Bahnen und mit vielen Menschen zusammen und diese Regeneration, einfach nur die Schönheit der Natur, die Stille der Natur, die überhaupt die Stille zu erleben ist Regeneration. Und auch das brauchen wir. Und wir sind dafür verantwortlich, uns das auch in unseren Alltag einzubauen. Diese Ruhe, diese Stille und diesen Platz, damit das, was ich wirklich offenbaren will in uns, lebendig werden kann. Wenn wir in die Stille gehen, dann. Und das machen wir bei mit der Zweipunktmethode. Wir schaffen einen leeren Raum. Wir hören auf, ständig mit unseren Gedanken zu funken in dieses Quantenfeld und ständig mit unseren Gefühlen zu funken in dieses Quantenfeld. Und wenn wir diese zwei Punkte, wenn wir das in unserem Bewusstsein tragen und mit der kohärenten Herzstrahlung beleben, dann entsteht wirklich dieses leere Quantenfeld, in dem sich die ursprüngliche Information, die ursprüngliche Ordnung von selbst wiederherstellen kann. Es sind nicht wir, die irgendwas manipulieren oder herstellen, sondern wir geben eine Intention, eine Bitte ins Feld. Und das ist der Weg der Selbsteinweihung. Wir sehen die Möglichkeiten, wir sehen unsere Erbschaft, unser Vermögen, das in uns schläft und wir sagen, okay, ich bin bereit. Oder wir sagen dem Feld, wir sagen dem Ganzen, es tut mir leid, ich habe nur das eingeschränkte Bewusstsein und ich tue meine Problematik ins Feld und ich weiß, es ist doch schon alles da. Und allein dieser Glaube, diese Intention, es ist doch schon alles da, die optimale Variante ist schon da, die Freude ist schon da, nur dass ich sie mir selbst noch nicht zugestehe. Das ist die Zweipunktmethode und sie funktioniert. Sie funktioniert manchmal so frappierend, dass manchmal funktioniert sie schneller, als man überhaupt mit den Händen oder mit den Gedanken irgendwas machen kann, weil das Feld weiß sowieso schon, was wir wollen. Und ehe ihr darum bittet, wird euch gegeben, was ihr verlangt. Ist auch ein Spruch aus der Bibel. Was möchte ich euch noch genaueres berichten von diesen Erfahrungen, die ich mache in den Seminaren? Es ist so, es ist wirklich sehr stark wahrnehmbar, dass die Menschen sich vom ersten bis zum vierten Tag verändern. Und zwar, der Jörg hat gesagt, spirituelles Botox. Und es ist wirklich so, die Gesichter haben einen ganz anderen Ausdruck, die Herzen klopfen lauter und freudiger. Und dieses Feld, was aufgebaut wird, sorgt dafür, dass zum Beispiel Besetzung, wenn uns etwas Energie raubt, ihr kennt sicherlich die Geschichten, dass Menschen sterben und sie wissen nicht, dass sie gestorben sind und sie kletten sich an ihre Liebsten. Und so können wir über Jahre, über Jahrzehnte lang eine verstorbene Schwester, Vater, Oma an uns dran haben und die nicht wirklich so richtig gehen wollen in die Welten, wo sie jetzt eigentlich doch hingehen sollten. Und sie bedienen sich unserer Energie. Sie sind also ständig irgendwie in unserer Begleitung. Ich kann das nicht sehen, ob jemand von diesen Verwandten, Bekannten oder Entitäten begleitet wird.
Aber was sich herausstellt, was sich immer wieder offenbart während des Seminars, ist, dass diese Besetzung oder diese Parasiten ist kein schönes Wort, aber es ist schon so, dass eben das Energie genommen wird, wo sie eigentlich nicht genommen werden sollte, dass sich diese Wesen verabschieden müssen. Das Feld lässt es nicht mehr zu, dass jemand, der ein Anrecht auf das Ganze hat, dass dem etwas genommen wird. Und während der Anwendung zeigt sich dann, dass sich diese Besetzung von alleine verabschieden. Und wir werden uns einen kurzen Moment bewusst, dass sich etwas löst, was dann auch körperliche Reaktionen zur Folge hat. Aber in dem Moment, wo wir uns bewusst sind und sagen, und auch dieser verstorbene Mensch, auch diese Entität darf jetzt ins Licht gehen, darf freiwillig diesen Ort verlassen, und darf jetzt den eigenen Weg gehen. Und das geschieht in Frieden und in Freiheit. Und es entsteht einfach eine Ordnung. Dieses Feld schafft überall und mit allen Themen Ordnung im System, sodass die Energie dem Menschen wieder selbst zur Verfügung steht. Nicht nur die Energie, sondern auch der Platz, der Körper, der Tempel selbst, den können wir selbst wieder einnehmen. Meine Beziehung zu mir selbst. Wir können wirklich, das ist auch ein Modul, Aspektaufstellung, da gucken wir uns an, unsere Beziehung zu uns selbst, und wir können diese Beziehung zu uns selbst heilen. Und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das ganze Potenzial, was sich in meinem Leben angesammelt hat, was noch irgendwo außen stand, das ist durch dieses Modul, durch diese kurze Übung, konnte ich all dieses Potenzial innerlich mit mir verbinden, und jetzt steht es mir innerlich zur Verfügung, und ich bin ja, dadurch gewachsen und stärker geworden. Das heißt, ich bin, es ist ein Annehmen von Möglichkeiten. Es ist gut, den Weg zu finden zu sich selbst, weil nur wenn man sich selbst findet, dann merkt man, dass man mit dem All verbunden ist und dass man ein Teil des Ganzen ist. Jeder hat seine eigene Aufgabe in diesem großen Körper. Jeder ist eine andere Zelle, darum sind wir glücklicherweise auch nicht alle gleich, weil jeder eine spezielle Aufgabe im Leben und in diesem großen Körper zu erfüllen hat. Aber wenn der Moment kommt, wo wir in diese Erfüllung gehen, dann fühlen wir uns einfach nur noch richtig. Wir sind im richtigen Moment am richtigen Platz und können das geben, was wirklich unserem Potenzial entspricht. Ja, das Feedback von den Seminaren ist immer, ich kann es immer kaum glauben, was die Menschen alles schreiben und was für ein Feedback kommt, weil sie einfach nur selig und glücklich sind, diese Tage erlebt zu haben, wirklich die Möglichkeit, mit anderen Menschen so eng verbunden, tief verbunden zu sein und gemeinsam den Weg zu sich selbst zu finden. Nebeneinander, miteinander, füreinander, durcheinander. Und ja, diese Leichtigkeit, diese Freude, die hält an. Es ist nicht so, dass die ganzen Probleme gelöst sind, dass alle Krankheiten sofort weg sind, weil wir bestehen eigentlich nur aus Glaubenssätzen, aus Programmen, aus Sabotageprogrammen, die uns nicht das sein lässt, was wir wirklich sind. Was gibt es noch zu berichten von diesen Seminaren? Ja, vielleicht noch, nicht jeder hat jede Fähigkeit. Manche sehen im Feld, manche hören im Feld, manche nehmen, ich zum Beispiel nehme immer sehr viel mit meinem Körper wahr. Unsere Körper sind so fantastisch. Die haben sozusagen das Programm der Wahrheit irgendwo schon einprogrammiert. Und mein Körper, also die Weisheit meines Körpers, sagt mir, ob etwas in der richtigen Frequenz ist, ob etwas in der richtigen Schwingung ist, was zu mir kommt oder eben nicht. Ohne dass ich weiß, ohne dass ich mental vorher über die einzelnen Dinge informiert bin, selbst wenn es ohne Worte ist, dann sagt mir mein Körper, geschieht etwas zu meinem, zu unserem Besten, oder passiert gerade etwas, wo Energie geklaut wird, wo manipuliert wird. Und das nehme ich nicht mental wahr, sondern wirklich durch meinen Körper, vielleicht aus dem Herzfeld.
Der Körper ist ein ganz wichtiges Instrument, was wir, glaube ich, sehr vernachlässigt haben und was eine viel, viel größere Potenzialität enthält, als wir uns das träumen lassen. Der Körper selbst ist so sogar die Welle, die Schwingung. Mein Körper kann mir alle morphischen Zellen als Bewegung zeigen. Wenn ich daran denke, wenn ich mein Bewusstsein auf etwas ausrichte, dann zeigt mir mein Körper die Struktur, die Informationsstruktur des morphischen Feldes. Das mag ein Mensch sein, das mag ein Gegenstand sein, ein Stein, ein Wort, eine Eigenschaft. Mein Körper hat so eine, oder unsere Körper haben einfach eine eigene Sprache, das in Bewegung und Form uns umzuwandeln, diese Schwingung, diese Information. Ich wollte noch was anderes sagen. Womit habe ich denn gerade angefangen? Der Körper, unser Bewusstsein, Wahrhaftigkeit. Was wollte ich denn noch sagen? Ja, genau. Ich habe damit angefangen zu sagen, nicht jeder hat alle Fähigkeiten. Das müssen wir auch nicht. Während der Anwendung, während der Prozesse im Seminar gibt es manchmal Situationen, ja, die so aussehen, als wenn sie stagnieren. Eine Anwendung, jemand geht in einen Prozess und wir wissen nicht so richtig, wie geht es weiter. Da gehört ganz viel Vertrauen dazu, dass die richtigen Informationen im richtigen Moment kommen. Und ganz oft ist es so, dass ein anderer wahrnimmt, was jetzt zu tun ist, was sich gerade abspielt. Manchmal ist ja auch gar nichts zu tun, manchmal bedarf es einfach nur der Geduld. Wenn jemand in einen tiefen Transformationsprozess geht, dann ist es immer sehr gut, den Menschen einfach zu lassen, sofern er nicht Anzeichen davon gibt, dass er hilfebedürftig ist. Und ja, da, gerade in diesen Momenten merken wir, dass wir alle Teil eines großen ganzen Körpers sind, weil nämlich dann ein anderer genau wahrnimmt, was zu tun ist oder was sich gerade abspielt und das dann entsprechend auch äußert. Wir können nicht alles wissen, wir müssen nicht alles wissen, aber uns wird alles geschenkt, was wir zu jedem Moment wissen müssen. Das ist einfach fantastisch, dass wir dieses Vertrauen haben können, dass sich alles findet, alles zeigt, alles offenbart, was in diesem Moment gerade wichtig ist. Oder auch das, was zu tun ist. Ich möchte euch alle herzlich einladen, euch auf diesen Quantensprung zu wagen. Es ist für jeden von uns jetzt erwartet eigentlich darauf, getan zu werden. Wir dürfen die alten Strukturen verlassen, wir dürfen unsere Glaubenssätze in Frage stellen, was nicht heißt, dass wir alle den Job wechseln, unsere Familien verlassen oder auswandern oder sonst irgendwas machen, sondern das ist ein innerlicher Prozess. Und wenn dieser Prozess beginnt, dann werden wir mitgenommen auf eine Reise. Und zwar auf eine Reise hin zu dem Ganzen, zu dem All-Einen. Und es kann schon passieren, dass die Reiseroute unsere Bequemlichkeit nicht gerade unterstützt. Wenn es angesagt ist, loszugehen, dann muss man losgehen. Wo auch immer der Weg dann hinführt, das Herz wird einen führen und weisen. Und ja, wir können die äußeren Dinge an zweite Stelle stellen. Das Leben selbst und die Liebe selbst und das Licht selbst wird das Kommando übernehmen. Und in diesem Licht, in diesem Leben werden wir selbst zum Leben, werden wir selbst zur Liebe, werden wir selbst zum Licht. Und ja, ich glaube, das ist, wenn wir die Gotteskindschaft angenommen haben, dann sehen wir auch nichts mehr, was draußen falsch ist oder was draußen geändert werden müsste. Dann hören wir auf zu kritisieren. Wenn wir es denn doch tun, wenn wir doch projizieren, dann verzeihen wir uns selbst. Weil in uns ist schon alles vorhanden. Wir sind mit dem All-Einen verbunden. Und die Zweipunktmethode ist eine Möglichkeit,
sehr schnell auf diesem Weg in dieses Herzfeld einzutauchen, in dieses Quantenfeld. Und das Schöne daran, das kann alles noch quantenphysikalisch erklärt werden, was da abläuft. Das war für mich das größte Erlebnis, das größte Aha-Erlebnis. Wow, die Quanten verhalten sich so. Na, jetzt verstehe ich das erst, was ich dann auch in meinem Buch zum Ausdruck gebracht habe. Quantenräume erkennen, könnt ihr es bei Amazon so bestellen. Tja, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gesprochen habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hier scheint die Sonne in Paris und ich habe mich schon gesonnt heute. Gefühlte 27 Grad. Morgen geht's weiter an die Atlantikküste. Ein Leben voller Abenteuer. Das macht Spaß und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann. Okay, ich wünsche euch alles Gute und hört mal da rein, was euer Herz euch so sagt, wo es weitergeht. Bis demnächst. Ciao.